Ich rede und rede und rede und schon wieder ist das Headset ausgeschaltet. Warum auch immer. Es schaltet sich einfach ständig aus. Die ganze Software geht mir hier gerade so derbe auf den Zeiger. Hallihallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft. Ich bin's wieder, eure Thimbletech und sammle gerade Äpfel. Hab schon für eine Instanz angemeldet. Mal gucken, welche es wird. In der Zeit machen wir einfach mal so lange hier die zwei Dailies. Ich glaube, aus Cutter-Zeit war das. Wir müssen hier hinten die Fische angeln. Ich habe ja auch noch irgendwo einen Apfelbaum. So weit bin ich nie gekommen und ehrlich gesagt bin ich meistens geflogen, aber wir können noch nicht fliegen. It's not possible at the moment. So. Oh, die Maus steht, glaube ich, noch auf Overwatch, wenn ich das hier so richtig sehe. Genau, ich habe vorhin geleckt wie Sau und weiß nicht warum. Ich hoffe, das ist jetzt vorbei. Entschuldigung. Anscheinend lagge ich immer noch ein bisschen. Da sieht man es nicht, ne? Verstehe ich nicht. Na, hier jetzt schon. Ich drück drauf und nichts passiert. Ja, ich sollte jetzt in der Innie sein und es passiert nicht viel. Scheiße, ey. Ich weiß wirklich nicht, warum ich heute lagge. Wirklich nicht. Hä, war ich hier schon drin? So, jetzt müssen wir hier runterspringen. Pet wegstecken. We have to jump down, guys. Have to jump down. Ach, ihr wollt doch wohl nicht den langen Weg gehen, Kinder. Bin ich ja jetzt schon wieder genervt, ne? Wahrscheinlich, weil er zwei Idiotenhunter dabei hat, denkt er sich. Lassen wir das lieber. Okay, der ist auch erst Level 26, ich bin Level 34. Das ist natürlich ein Unterschied. Warum auch immer wir den Weg hier gehen, ohne Scheiß. Ich verstehe das nicht. True story, kids, really?
Könnten wir bitte weitermachen? Also warum denn immer den langen Weg, Mensch? Jedes Mal. Okay, Knurren an und ohne die weiter. Die haben absolut keinen Plan, wo sie lang müssen. Ja, das ist der Unterschied. Er hat Level-Sachen an, ich nicht. Tank ist furchtbar. Und es gibt noch viel schlimmere Innis, wo die Leute nicht wissen, wie es geht, ey. Ohne Scheiß, das wird noch sehr, sehr witzig werden. Da werde ich, glaube ich, noch einige Male fluchen. Oh nein, das ist der Lag. Ich hasse es. Ich weiß nicht, was los ist, wirklich nicht.
Was soll ich denn machen? Scheiße. Der Mage ist schon unten, würde ich sagen. Ach kommt, Leute, lasst uns bitte anfangen. Nicht stundenlang warten. So, nun glaube ich, ich kann das alles alleine. Ich brauche die Vollpfosten nicht. Idioten. Mach ich halt alleine weiter. Noch irgendwas zu trinken oder zu essen? Ja. So. Wenn die nicht wollen, dann eben nicht. Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Oh, können die ganzen Vollpfosten auch noch zusammen oder was? Ich glaube es ja wohl nicht.
Sie könnten mich rausvoten. Ich muss vorsichtig sein. Von Eggman, was will man anderes erwarten? Ich habe rote Latenz. MS Welt 2022. Oh, oh, oh. Ich weiß nicht, was sie so lange machen, ohne Scheiß. Sie sind da ganz hin und ich habe hier den ganzen Weg schon geschafft. Sind die bescheuert oder was? Gehen jetzt ja wohl nicht die andere Seite lang, dann raste ich glaube ich aus. Boah. Ernsthaft. Nur Vollidioten unterwegs. Ohne Scheiß. Ich brauche zum Regenerieren so lange. Daran erkennt man schon wieder, ich lagge. Okay, da kommt ein Dicker. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich darf die nicht alle drei pullen, dann war's das. Nee, zwei ist zu viel. Wir warten, bis er wieder hier ist. Dauert halt dadurch alles ein bisschen länger. Okay, die zwei gehören zusammen, der andere kommt, alles klar, verstehe.
Stimmt, ich habe ja auch noch Freudentaumel. So, da wird es jetzt echt ein bisschen schwierig. Ja, die kommen alle drei. Oder auch nicht. Sehr gut. Mal gucken, ob ich gleich den Boss schaffe. Vom Instanzausgang sind die anderen dann auch da. I'm sorry. Aber dann brauche ich mir keine Sorgen machen, dass ich es nicht schaffe. So viel länger habe ich wahrscheinlich jetzt auch nicht gebraucht. Vielleicht 3 Minuten oder 4 Minuten oder so. Sehr schön, da haben wir Gnomeregan geschafft, würde ich sagen. Das habe ich natürlich wieder alles nicht vorgelesen, es tut mir wirklich leid. Da denke ich jetzt gerade erst dran. Sehr ärgerlich. I'm really sorry. Ist dann heute halt mal leider so. So, dann angeln wir noch eben zu Ende und sammeln unsere Äpfel und dann haben wir es auch geschafft für heute. Hundert Fischis. Das ist ja die rote Latenz. So, die haben wir. Jetzt fehlen noch die Äpfel. Witzig, das Angeln funktioniert und beim Aufmounten braucht er Stunden. Laufen wir halt so weiter.
So, haben wir hier ein paar Äpfel liegen. Sieht alles nicht nach Äpfeln aus hier. Was sind die nur alle heute? So, die haben wir schon mal abgegeben. Drei Äpfel fehlen noch. Hä? Echt sogar dazu zu blöd. Und da haben wir den letzten, sehr schön. So, das waren alle Kochquests in Sturmwind. Das ist doch schon mal cool. So, und für heute reicht's. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Sage hoffentlich bis zum nächsten Mal. Eure Thumbletack. Bye bye, Little Baddies.